Grüezi miteinander, ich begrüße Sie recht herzlich hier bei uns im Blumensend zu Binnigen. Ich lade euch gerne ein, an die Fansausstellung hier bei uns zu besuchen. Die Ausstellung dauert bis am 24. Dezember. Blumen, Gesteck, Accessoire und vieles mehr erhalten Sie in der Gärtnerei an der Paradiesstrasse oder im Laden an der Hauptstrasse in Binnigen. Die Familie Senn und das ganze Team freuen sich auf Ihren Besuch. Etwas für Leseratten, etwas für Wissbegierige, das haben wir gefunden in Binnigen, nämlich die Bibliothek. Ruth, was erlebst du, wenn jetzt die Leute reinkommen? Ist das immer noch so eine grosse Begeisterung zum Lesen? Ja, es ist, die Begeisterung ist sicher gäng noch da. Die ganz unterschiedlich. Wir haben ja ganz verschiedene Leute, die zu unserer Bibliothek kommen. Das fängt bei der BBA. Wir haben ein grosses Sortiment an Kartonbilderbüchern. Das hört bei über 90 auf. Entsprechend ist auch die Bandbreite extrem gross. Jetzt habe ich gesehen, ihr bietet natürlich auch schon die ganze Bandbreite der neuen Medien an. Ist das etwas, was heute mehr gefragt wird, oder ist nicht nur das Erlebnis vom Lesen doch wichtiger? Das Erlebnis vom Lesen ist sicher wichtig, aber genauso wichtig ist, dass auch die neuen Medien in die Bibliothek gehören. Das ist nicht mehr so neu. Wir bieten auch die digitale Bibliothek an, wo man einfach Medien herunterladen kann und auf MP3-Player laden kann. So gehören auch DVDs, Blu-rays und PC-Spiele. Das ist normal. Also, ich staune immer wieder, wie viele Leute das noch erstaunt wahrnehmen, weil das gehört schon lange zum Sortiment. Also ich komme, um Bücher für mich zu holen, aber in erster Linie für meine beiden Töchter. Die eine ist 9 und liest sehr viel. Und die andere, die Kleine, die schaut vor allem Bilderbücher an. Ja. Und wie reagieren Sie denn, wenn Sie hier etwas suchen? Ist es einfach oder sind Sie sehr wählerisch? Also meine Kinder sind nicht wählerisch. Sie finden es einfach toll, hier auszusuchen im grossen Mass, weil man kann ja hier wirklich alles haben. Und auch wenn ich etwas selber suche, dann kann ich einfach fragen und wird ganz toll bedient. Oder man kann etwas bestellen und wenn man etwas Neues vorschlägt, das habe ich auch schon gemacht. Das ist super. Was man auch auf jeden Fall wahrnimmt, ist, dass eigentlich das Ende immer wieder ein bisschen anders aussieht. Der bietet auch eine Plattform für Künstler, um ihre Bilder auszustellen. Ja, das ist richtig. Wir wechseln viermal im Jahr. Wir bieten unsere Wände an, um Bilder auszustellen. Das kommt recht gut an. Wir haben eine schöne Warteliste, vor allem mit Künstlerinnen und Künstlern aus der Region. Und das gibt den Räumen immer wieder ein anderes Ambiente. Das ist so. Das ist für uns auch interessant. Und innerhalb von diesen Räumen, die immer wieder wechseln, finden auch immer wieder spezielle Veranstaltungen statt? Ja, wir haben im Frühling, meistens im Frühling oder Sommer, eine Lesung. Wir haben eine grosse Erzählnacht, wo bis zu 60 Kinder kommen. Runter. Wir haben den Samichlaus, der kommt. Wir haben, machen auch Bring- und Hol-Tag für die Medien, wo man nicht mehr will oder wo man nicht weitergeben kann. Wir bieten auch Buchstartreffen an für die ganz Kleinen. Das also für Kinder zwischen 9 und 24 Monaten und ihre Begleitpersonen. Einmal im Monat so ein Treffen. Jetzt haben wir gesehen, gerade vor kurzem haben wir eine riesige Veranstaltung gemacht, die gar nicht möglich war. Wen haben wir denn eingeladen? Der Arnold Hottinger ist gekommen. Also der Nahost-Experte hat ein Referat gehalten und für das sind wir in Kronenmatzau ausgewichen, weil die 160 Leute, die gekommen sind, hätten hier wirklich nicht Platz gehabt.